Stellt euch vor, ihr wacht auf, euer Schiff ist zerschellt an Felsen, Treibgut liegt am Sand und im Hintergrund fährt eine spanische Galeere weg. Und ihr merkt sofort, irgendetwas stimmt nicht. Genau so fängt Betrayer an. Das ist ein neues Spiel, was jetzt bei Steam im Early Access ist, was man sich also auch schon kaufen kann. Und wir haben einen ersten Blick darauf gesetzt und sagen euch, ob ihr es jetzt kaufen solltet oder ob ihr lieber warten solltet. Betrayer ist ein Spiel, was man nicht wirklich direkt einordnen kann. Es ist in der Unreal Engine gemacht und es ist, ihr seht es, schwarz, weiß und rot. Es ist ein Spiel, wo ihr hineingeworfen werdet, zunächst einmal, und nicht wisst, was ihr eigentlich tun sollt. Es gibt ein paar Hinweise und nach findet ihr Dinge, die ein bisschen erklären, was eigentlich passiert. Es ist noch nicht sehr weit entwickelt, demnach könnt ihr noch nicht alles finden. Es gibt verschiedene Areale und eigentlich habt ihr keine Aufgabe. Ihr rennt herum und seid eigentlich selbst getrieben von eurem eigenen Entdeckersinn, von eurem eigenen, ja, eurer eigenen Wissbegierde. Und findet so Dinge, die ihr vielleicht nicht finden wolltet. Es gibt Gegner im Spiel, das sind zum einen Spanier, die, ja, wirken infiziert, wirken anders als normale Menschen. Und es gibt auch noch andere Gegner, die möchten wir euch hier nicht spoilern. Mehr ist dieses Spiel eigentlich noch nicht. Sehr interessant ist das Loot- und Level-System, beziehungsweise also das Kaufsystem. Es gibt nämlich verschiedene Waffen, die ihr kaufen könnt. Mit Loot, den ihr sammeln könnt. Wenn ihr sterbt, kommt ihr einfach im Lager wieder, habt allerdings all euren Loot verloren, den könnt ihr wieder einsammeln. Das ist ein bisschen wie bei einem Online-Rollenspiel, ist aber sehr cool gemacht, denn alle Gegner sind wieder da. Das heißt, es gibt kein Durchgrinden, sage ich mal, sondern wirklich ein stetisches, langsam Vorgehen, denn die Gegner sind echt tough und ihr müsst leise und langsam schleichen, wenn ihr bestehen wollt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Story weitergeht, muss ich ehrlich sagen, denn das ist ein Spiel, wo ihr, ja, so eine Unangenehmheit fühlt, während ihr lauft, während ihr durch die Wälder streift, auch durch diesen Farbstil. Einige werden sagen, es ist sehr aufgesetzt, schwarz und weiß, aber ich persönlich denke, dass es ein sehr, sehr interessantes Gefühl in euch selber erzeugen kann, wenn ihr euch wirklich hineinzieht. Die einzigen Menschen, die eigentlich um euch herum sind, seht ihr nicht. Das Einzige, was ihr wirklich fühlt und seht im Spiel, ist der Wind, der durch die Gräser haucht ab und an einmal. Und das hat eine Stimmung, die absolut grandios ist. Es ist keine Horrorstimmung, aber kann ab und an doch euch mal einen Schrecken einjagen. Betrayer ist ein sehr, sehr interessantes Spiel. Wir würden momentan sagen, ein Auge drauf halten, noch nicht kaufen, denn es ist noch sehr früh und es ist noch wirklich in einem so frühen Stadium, dass man nicht sehr viel machen kann im eigentlichen Spiel, was sehr schade ist. Aber dieses Spiel hat wirklich sehr, sehr gutes Potenzial, etwas sehr Tolles zu werden, denn es macht schon sehr, sehr viel Spaß und es vor allem macht auch Vorfreude auf mehr. Man Wissbegierde, man will wissen, was als nächstes kommt, man will wissen, was eigentlich passiert ist und man möchte vielleicht auch ein Stück weit wieder Farbe in diese Welt bringen. Das Ganze, ihr merkt, ich bin sehr angetan davon und ist, wie gesagt, kann ein ziemlich, ziemlich grandioses Indie-Spiel werden. Momentan sollte man noch die Finger davon lassen, aber nach ein paar Updates in ein paar Monaten, wenn noch mehr Areale freigeschaltet sind, dann sollte man da, glaube ich, wirklich zugreifen. Spätestens, wenn es rauskommt, dann gibt es auch einen Test von uns, wie immer, dazu. Und dann werden wir sehen, ob Betrayer ein wirklich gutes Spiel ist oder ob es im Potenzial stecken bleibt. Wir hoffen auf Ersteres, denn es wäre wirklich schade um dieses Spiel. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, vielleicht könnte ich euch Betrayer ein bisschen näher bringen. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns abonniert, uns liked, uns favorisiert auf YouTube, uns liked auf Facebook, unserer Steam-Gruppe beitretet, wenn ihr mit dir chatten wollt, mit mir, mit irgendjemandem, mit anderen Leuten. Und ihr könnt uns auch unseren Newsletter abonnieren. Da verlosen wir ab und an Dinge. Ich rede jetzt nicht mehr weiter und sage noch einmal Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.